Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт! Wir schreiben das Jahr 2337. Das Gesicht der Erde hat sich radikal verändert. Heute noch unvorstellbare Entwicklungen auf dem Gebiet der Raumfahrt haben es den Menschen ermöglicht, den Weltraum bis in die entlegensten Winkel zu erforschen und Kontakt zu unbekannten Zivilisationen und Lebensformen aufzunehmen. Es gibt den Großen Rat der Vereinigten Galaxien, ein Gremium, das die Beziehungen zwischen der Erde und den anderen Planeten regelt. Es gibt im ganzen All verstreute intergalaktische Raumstationen und Raumforschungszentren. Es gibt einen regelmäßigen Fährbetrieb zwischen der Erde und dem inzwischen kolonisierten Mond. Es gibt multitronische Computerkomplexe, hochintelligente Kometenwarnsysteme, photonengetriebene Sternentransmitter, Holoinjektoren und Kommunikationsdoppler. Es gibt Vividomaten, Translokationskanonen, telekinetische Medikit-Einheiten, humanoide Vakuumpumpen und körperlose Paramodule. Es gibt das hortensische Raumfieber, die aggressiven Libido-Galaktoren, die gestaltwandelnden Orbit-Tippies. Es gibt halbimbezille Cyborgs, vollimbezille Org-Orgs, parapsychologisierende Robocops, infrarote Silikonrode-Maschinen, säugende Pfannkuchen, lichtempfindliche Kohlensäcke. Und es gibt die Alpha, den neuesten und größten Raumkreuzer der Terranischen Sternenflotte. Ein Meisterwerk des modernen Raumschiffbaus. Die mutige und unerschrockene Mannschaft der Alpha. Bereit, bis in die schwärzesten Löcher des Alls vorzudringen, setzt sich zusammen aus tatkräftigen Frauen und Männern wie Leutnant Fragus Akodra, Navigator, Leutnant Arthas Leumikor, Operator, Dr. Imuna Prax, Ärztin, Bebo Scheer, Technikeer. MR2000, Android. Granula, Köchin. Und dem großartigen Captain Mondo Milaipan. Ja? Hallo Erde, hier ist Alpha. Herr Admiral. Ja? Ja? In Ordnung. Jawohl. Wiederhören, Herr Admiral. Admiral Fruko hat mir soeben unseren neuen Auftrag übermittelt. Wir haben die Aufgabe, 30, so schnell wie möglich, 30 Gigatonnen Positronium vom Planeten Xenon 4 zu holen. Das Forschungszentrum auf Corona benötigt diesen Stoff, um den für das gesamte Weltall so überaus wichtigen Versuch IST zu starten. Einzig vom Erfolg unserer Mission hängt das Gelingen dieses Experiments ab.
MR-2000? Ist das Raumschiff einsatzbereit? Das Raumschiff ist einsatzbereit. Na gut, dann wollen wir mal. Leutnant Akodra. Ja, Captain. Wir nehmen Kurs N.N-14 Orb. Leutnant Leumikor, volle Beschleunigung. Ja, Captain. Was ist los? Warum kommen wir nicht vom Fleck? Energiezufuhr blockiert. Der Antriebsgenerator scheint nicht in Betrieb zu sein. Cher, was ist mit dem Antriebsgenerator? Ja. Schläfst du? Ja, ich mach schon. Wir haben Sensorvibrationen in der Gamma-Ebene. Ich glaube, wir haben schon mit meiner Sinne sind, dass wir uns in wenigen Sekunden in einem Astronomie-Land befinden werden. Auf den Hauptmonitor! Ich denke, es ist vorbei. Irgendwelche Schäden? Unser MR-2000 hat ganz schön was abbekommen. Wahrscheinlich muss er repariert werden. Leutnant Akodra, sagen Sie Dr. Prax Bescheid. Dr. Prax? Ja, was ist? Schönen Gruß vom Captain. Sie sollen sofort auf die Kommandobrücke kommen. Es gibt Arbeit für Sie. Alles klar, ich komme sofort. Captain, schauen Sie nur. Auf den Hauptmonitor. Das war doch... Arkorok, der Entsetzliche. König der grausamen Varan. Er droht uns mit Krieg, falls wir die varanische Galaxie durchfliegen. Mit den Varanen ist nicht zu spaßen. Ich glaube, wir sollten die Drohung ernst nehmen und ihre Galaxie umfliegen. Wir verlieren höchstens 2 Tage. Das schmeckt mir aber gar nicht. Wozu gibt es denn intergalaktische Verträge, wenn sich niemand dran hält? Na gut, dann fliegen wir im Hinten rum. Was ist mit ihm? Ich weiß noch nicht genau. Wahrscheinlich sind einige Sicherungen durchgebrannt. Können Sie jetzt bitte mal seinen Kopf halten? Das ist merkwürdig. Hier ist ein 486er durchgebrannt. Was ist daran so merkwürdig? Das kann ich Ihnen sagen.
Dieser Android ist ein MR2000 und gewöhnlich haben die einen anderen Prozessor implantiert. Ich sage Ihnen, hier stimmt irgendetwas nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich halte es für möglich, dass an diesem Androiden jemand manipuliert hat. Geht es eigentlich MR2000? Ja. Was macht eigentlich unser Android? Ja, wen? Ja. Hier Dr. Prax. Ich habe den Prozessor des Androiden durch einen anderen ersetzt. Im Grunde genommen funktioniert er wieder. Was heißt im Grunde genommen? Naja, er ist eigentlich einsatzfähig. Aber er spinnt eben ein bisschen. Wirklich nur ein bisschen. Wirklich? Gesponnen hat er doch schon immer. Also, was fehlt ihm nun? Er redet eine Menge wirres Zeug. Aber wie gesagt, er ist einsatzfähig. Hören Sie doch selbst. Ich schicke ihn auf die Kommandobrücke. Mhm. Wann gibt's denn endlich Essen? Keine Ahnung. Ja, ja, Granula, die schnellste Köchin des Universums. Captain? Hier scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Was ist los? Auf Deck 4 ist ein Energiebrand ausgebrochen. Captain, Druckabfall am Überlauferhitzer. Umschalten auf Handbetrieb. Das Gyroskop ist ausgefallen. Du, Cher, wir haben Störungen auf D4. Der Überlauferhitzer und das Gyroskop sind ausgefallen. Kannst du das mal durchchecken? Klar, Captain. Was geht denn hier los? Verdammt! Ich bin Beta. Das Leben im virtuellen Raum ist manchmal ganz schön anstrengend.
deshalb beginne ich meinen Tag mit Protonensuppe. Fruko Protonensuppe, weil sie so gesund ist. Boah. Schmeckt genauso eklig wie gestern oder vorgestern. Warum müssen wir noch immer diese Protonensuppe essen? Weil sie so gesund ist. Sag mal, Bebo, was war eigentlich mit dem Gyroskop? Da ist doch sonst nie etwas kaputt gegangen. Und auch der Überlauferhitzer. Die Schlutzmuffe stand quer und die Photonenübertragung war dadurch unterbrochen. Das passiert nicht von allein. Das sieht mir sehr nach Sabotage aus. Wer könnte ein Interesse daran haben? Ja? Captain, wir empfangen Signale vom Planeten Anus 2. Da scheint jemand unsere Hilfe zu benötigen. Bitte kommen Sie. Da, schon wieder. Sehen Sie nur. Das ist sicher nur ein Spaßvogel. Wir halten unseren Kurs. Für Spielereien haben wir nun wirklich keine Zeit aber mehr. Aber Captain, da ist doch jemand in Not. Ach, darf ich Sie daran erinnern, dass wir einen Auftrag haben? Mit der Umfliegung der Varanischen Galaxie haben wir schon unnötig Zeit verloren. Und außerdem, Sie wissen ganz genau, wie gefährlich es ist, auf Anus 2 zu landen. Die Mutanten! Anus 2 war bis vor einiger Zeit von Menschen besiedelt. Doch dann geschah dieser fürchterliche Reaktorunfall, in dessen Folge fast die gesamte Bevölkerung des Planeten umkam. Zurück blieben nur einige mutierte Ungeheuer, die man kaum als Menschen bezeichnen kann. Sie fallen jeden Fremden an, der auf ihrem Planeten landen will. Aber gerade deswegen müssen wir doch alles tun, um den Unglücklichen zu retten, der da offensichtlich in die Hände der Mutanten gefallen ist. Ich sage, der Kurs wird gehalten. Das ist ein Befehl. Captain, ich glaube... Sie können glauben, was Sie wollen. Captain Milaipan. Ich möchte Sie hiermit an Paragraph 9 der intergalaktischen Verträge erinnern. Die unterlassene Hilfeleistung gegenüber Notleidenden im All wird streng geahndet. Sehr streng. Sehr, sehr streng. Ich kenne die intergalaktischen Verträge. Also gut, ändern Sie den Kurs. Anus 2 kommt in Sicht. Fertig machen zum Landeanflug. Landung in T-50 Sekunden. Ja, was ist denn? Captain, die Köchin! Und, was ist mit ihr? Sie ist tot! Was? Vergiftet! Kein Wunder bei dem Fraß. Sicher hat sie selbst einmal gekostet. Ja, ja. Ich komme später ans Labor. Wir sind gerade im Landeanflug. Ruhig Zeit lassen. Sie ist nachher auch noch tot. Hoffentlich kann Dr. Prax besser kochen. Mysteriös. Sehr mysteriös. Cher, ist das Raumschiff zur Landung bereit? Ja, Captain. Leutnant Leumikor, Bremsraketen zünden. Alle? Alle. Das schwarze Kraft steigt unser Rache durch das Weltall und ins Weite. Es im Dunkeln vor uns schimmert, es umgewinnt. Von eins ins Weite. Los, NR 2000.
Komm schon. Schrotthaufen. Seid ihr endlich fertig? Verflucht! Nicht genug Beamsalz im Aggregator. Nochmal das Ganze. Das Signal kommt aus dieser Richtung. Hier kommen wir mit dem Fahrzeug nicht weiter. Das Signal ist relativ nah. MR-2000 will wohl nicht. Noch besser so. Hallo? Haben Sie vielleicht gefunkt? Also doch. Ich glaube, es ist eine Frau. Wir müssen sie zu Dr. Brax bringen. Vielleicht kann sie noch etwas für sie tun. MR-2000 erwischt. Ja.